Hallo, wir machen heute ein paar Übungen im Sitzen. Ich mache auch eine Übung gegen Hüftschmerzen, dass die Hüfte beweglich bleibt. Dazu brauchen wir aber einen Lappen, am besten so ein Mikrofasertuch, was gut rutscht. Holt euch das am besten schon mal her und ich lege jetzt aber schon mal los. Ihr könnt jetzt das Video anhalten. So, wir machen als erstes, ein bisschen vorsitzen, als erstes tun wir uns ein bisschen was für die Kondition, leichtes Kreislauftraining. Und zwar fangen wir erstmal nur mit den Füßen an. Wir treteln mit den Füßen ganz schnell. Und dann nehmen wir die Hände dazu und klopfen auf die Schenkel. Jeder hat sein Tempo. Aber natürlich, wenn ihr das ein bisschen schneller macht, dann trainiert ihr auch euer Kreislaufsystem besser. Und noch ein bisschen klopfen, noch ein bisschen treten. Da sind wir jetzt dann bald warm. So. Gut, dann fangen wir jetzt mit der Übung an, mit dem Lumpen, dem Lappen. Den legen wir mal zur Seite. Wir müssen uns jetzt so auf den Stuhl positionieren, dass nur noch ein Po-Teil auf dem Stuhl ist und auf der anderen Seite, die hängt in der Luft, der Po. Zehenspitze auf den Lumpen, macht den Lumpen nach vorne und dann nach hinten. Soweit ihr könnt. Ja, ich bin jetzt hier gerade ein bisschen an der Wand, so nochmal. Und dann wieder vor und nach hinten. Das sorgt, wie gesagt, für eine bewegliche Hüfte. Und nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Wieder zurück. Und jetzt wechseln wir die Seite, ein bisschen rüber. So. Wieder ein Po hängt in der Luft. In dem Fall ist bei mir jetzt der rechte. Ich habe links angefangen. Andere Pose am Stuhl und wenn ihr euch, haltet euch ja fest, dann kann nichts passieren. Also. Nach hinten Fuß. So weit wie möglich. Ja, rechts ist meine Schokoladenseite, da geht es besser. Habt ihr vermutlich auch, dass immer eine Seite ein bisschen besser geht. Und nach hinten, wieder nach vorn. Sehr gute Übung für die Hüfte. Macht es auch immer mal zwischendrin. Wenn die Hüfte euch ein bisschen drückt. Und nochmal. Hinten und nach vorne. Und ein letztes Mal. Und wieder zurück. Gut. Legt es mal zur Seite. Dann geht's weiter. So. Wir nehmen die Arme hier auf Brusthöhe. Und dann strecken wir die Hände nach oben, so schräg seitlich und strecken uns ganz hoch und die Finger strecken wir auch ganz fest aus. Und das halten wir einen Moment. Merkt man schon, da trainieren wir auch unsere Rückenmuskulatur. Der Rücken muss das halten. Zieht die Bauchmuskulatur ein, den Bauchnabel. Habt Spannung auf dem Bauch. Und wieder zurück. Und hoch, feste hoch, strecken, strecke Finger ganz weit hoch, strecken, ganz weit. Arme so schräg nach vorne ein bisschen, es kräftigt unseren oberen Rücken, die Schultern, die ganze Rückenmuskulatur wird da beansprucht. Und wieder zurück, die Hände kurz ineinander legen, dass die Finger sich wieder entspannen. Und das machen wir jetzt noch einmal. Nach oben. Halten. Spannung im Bauch. Halten. Halten.
anhalten und langsam zurück und ganz kurz ein bisschen lockern hier im Schulterbereich. Füße dürft auch mal kurz ausschütteln, ganz leicht. So, jetzt machen wir noch eine Übung für die Handgelenke. Und zwar falten wir die Hände so ineinander und dann drehen wir das Handgelenk auf eine Seite, ganz entspannt. Und langsam, langsam, so halten wir hier die Handgelenke beweglich. Und nur die Hände, also hier das ist alles fest. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Und drehen. Und drehen. Wunderbare Übung für die Handgelenke. Wir wollen ja überall gelenkig bleiben, bis ins hohe Alter. Denkt an die zwei Damen, die im Supertalent aufgetreten sind. Die waren beide ca. 93 und die sind noch immer am Kunstturnen, am Barren. Unglaublich. Da kommen wir nicht mehr hin, aber wir können dafür sorgen, dass wir beweglich bleiben. So, die Hände lockern wir jetzt aus. Ganz entspannt schütteln. Genau. Schultern auch. Und kurz krummen Buckel machen, ganz fest einrollen, von der Lendenwirbelsäule vor allem. Und wieder hoch. Und das war's schon für heute. Toll, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder da. Denn nur Ausdauer hilft uns weiter. Tschüss.